Hefe, Malz, Wasser und Hopfen. Mehr braucht es nach dem deutschen Reinheitsgebot nicht, um Bier herzustellen. Bierbrauen, das wird auch vom Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik genutzt, um den Studis das breite Feld der mikrobiellen Verfahrenstechnik zu erklären. Gebraut wird sonst in den lehrstuhleigenen Brauereien und jetzt einfach von zu Hause. Mit Care-Paketen und dem theoretischen Wissen aus dem Bierpraktikum konnte das Homebrewing starten. Wie funktioniert das Ganze? Step by Step gibt Studentin Daniela Egger Einblicke in ihre heimische Brauerei. Bierexperte und wissenschaftlicher Mitarbeiter Patrick Blenk betreut das Projekt. Patrick, worauf kommt es beim Brauen besonders an? Besondere Aufmerksamkeit erfordert auf jeden Fall der Temperaturbereich bei der Gärung, weil der einen großen Einfluss auf den Geschmack hat und das dann nicht nur dem Brauer Kopfschmerzen bereitet, sondern im Zweifelsfall auch denen, die das Bier gerne trinken würden. Abschließend muss der Sud also noch mehrmals gekühlt werden und die Hefe gären. Das geht ganz unspektakulär in der Besenkammer. Nach einer weiteren Reifung im Kühlschrank kann danach das Bier genossen werden. Ja, die Faszination liegt einerseits darin, dass man eben den biotechnologischen Prozess in den eigenen vier Wänden durchführen kann und andererseits, dass man eben nicht ans Reinheitsgebot gebunden ist und somit sind der Fantasie beim Rezept keine Grenzen gesetzt und somit kann man zum Beispiel ein Knoblauchbier brauen. Noch Bier brauen und dabei noch was lernen, das geht an der FU sogar trotz Corona. Was in der FU sonst noch so geht und welche Neuigkeiten es außerdem gibt, erfahrt ihr in den nächsten Slides. In einer Videobotschaft wendet sich FAU-Präsident Professor Horniger an die Studis und Beschäftigten der FAU. Er wünscht allen viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen und gibt einen Ausblick auf das Wintersemester. Für den Herbst ist ein hybrides Semester geplant, also Präsenz womöglich und so viel online wie nötig. Sein Wunsch, zurück auf den Campus. Das funktioniert nur mit steigender Impfquote und Abstand. Daher sein Appell, nutzt das Impfangebot. Gleich zwei führende Persönlichkeiten des Uniklinikums Erlangen wurden jetzt mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Professor Dr. Heinrich Iro, Direktor der HNO-Klinik und Professor Dr. Judith Giel-Zopf, Leiterin des Hector-Centers für Ernährung, Bewegung und Sport. In Erlangen wurde der Forschungsneubau des Helmholtz-Instituts Erlangen-Nürnberg für erneuerbare Energien eingeweiht. Damit knüpft die FAU an ihre lange Tradition der Spitzenforschung an. Was glaubt ihr, wird hier erforscht? Rund 115 WissenschaftlerInnen haben sich hier der Energieversorgung zukünftiger Generationen verschrieben. Klimafreundlich, nachhaltig und bezahlbar. Das Institut ist eine Kooperation zwischen dem Forschungszentrum Jülich, dem Helmholtz-Zentrum Berlin und der FAU.